Mein Name ist Robert Hornacek. Ich bin Leiter der Abteilung für Business Consulting und Projektmanagement bei der Firma Qualisoft. Und ich möchte Ihnen nun in den nächsten Minuten einen kleinen Überblick geben über ein laufendes Forschungsprojekt der Europäischen Kommission, Future Policy Modeling. Wenn man vor 1,5 Jahren etwa den Begriff Football googeln wollte, hat man nicht wirklich Suchergebnisse gefunden. Wir haben nun versucht, einen Begriff zu etablieren, der bis jetzt noch nicht besetzt war, und haben uns durch Future Policy Modeling auf Football geeinigt. Wenn Sie jetzt heute eine Google-Suche durchführen werden, werden Sie auch sehen, wie im unteren Teil der Folie oder der Folien bekannt gemacht. Wir haben schon einige Bereiche im Internet abgedeckt. Es gibt verschiedene Football-Seiten. Es gibt die Football-EU, es gibt länderspezifische Football-Seiten. Es gibt Football-Newsletter an spezifische Benutzergruppen bzw. zukünftige Interessentengruppen. Hier kann ich auch gerne Anfragen entgegennehmen. Aus dieser Runde kommen Sie dazu einfach im Nachhinein an unseren Stand. Ebenso der Herr Magister Ulje steht Ihnen für weitere Fragen dort zur Verfügung. Der Zeitraum für dieses Projekt beträgt 2011 bis 2015, bedeutet 4 Jahre. Und generelle Kerndaten zum Projekt kann man folgendermaßen zusammenfassen. Es ist ein Projekt des 7. Rahmenprogramms, hat ein relativ großes Forschungs- und Förderungsbudget, das wir in diesem Zusammenhang aber sicherlich auch benötigen werden. Wir haben einen Koordinator hier in Österreich, die Selenda AG, mit der wir auch gemeinsam Marketingaktivitäten von der Qualisoft-Seite her starten. Sehr professionelles Marketing, es gibt auch Videoproduktionen auf unserer Homepage. Ein sehr internationales Konsortium, welches uns hilft, sehr große und wichtige Fragen im Bereich Bürgernähe, Zusammenfindung zwischen politischen Entscheidungsträgern und den jeweiligen Individuen im Staat zu ermöglichen. Wir haben hier sicherlich einen sehr interessanten Mix aus diversen Ländern und sind vor allem auch stolz, in den chinesischen Raum hineingegangen zu sein. Wir haben die Stadt Yantai im Programm sozusagen inkludiert, welche uns unter anderem als Demonstratorstätte unterstützt. Es gibt eine gewisse Vision zu Football, die man so betiteln könnte, bitte auf Englisch: To elaborate a comprehensive approach to further advance the research and development in simulation, policy process modeling, semantic analysis und visualization. In der Projektstruktur sehen Sie hier auch gleichzeitig die Komplexität in den jeweiligen Arbeitspaketen. Arbeitspakete sind insgesamt 8 vorhanden. Wir von der Qualisoft-Seite unterstützen in IT-Dienstleistungen, soweit wir können, in den Paketen 3, 6 und 8. Und sind hier auch sehr gut verteilt, denn im Arbeitspaket 3 ist es eine allgemeine Middleware, die sehr viele verschiedene Komponenten zusammenfangen soll. Hier sind wir im Bereich Requirements Engineering aktuell tätig. Bis Mitte Juli wird hier ein Anforderungsheft erstellt, das die einzelnen Demonstratoren, die Anforderungen der Demonstratoren auch enthält. E-Policy, Idea Management und Summarization System, für dieses Arbeitspaket zeichnet sich Xerox verantwortlich, das Forschungsinstitut in Frankreich, die stets ihrer Situation 2 bis 3 Jahre sicherlich voraus sind. Wir haben hier Visualisierungen gesehen, die mit diesem Thema zu tun haben, mehr oder weniger schon mehr als 2 oder 3D, gerade dass man sie nicht angreifen kann. Das Workpackage 8, Dissemination und Vertrieb auch der jeweiligen Situation der Zwischenergebnisse obliegt auch unserem Arbeitsprogramm, und hier sind wir mit anderen Firmen auch drauf und dran, Zwischenergebnisse in Europa zu streuen, mit Hilfe von Newslettern, Filmen, Broschüren und diversen anderen Veranstaltungen. Wie kann man sich nun Football im Einsatz vorstellen? Wenn wir davon ausgehen, dass politische Entscheidungsträger, sei es egal auf welcher hierarchischen Ebene, wir sprechen hier von Bund, Land, Gemeinde, wir sprechen von Städten, wir sprechen von anderen Institutionen und Organisationen, die einfach wissen, was in der Cloud aktuell passiert, was die Ideen sind, die dort diskutiert werden, ausgetauscht werden, wie diese Ideen zu gewichten sind, dann brauchen sie Football. Diese Software, um die es hier geht, ist an und für sich eine Kombination aus verschiedenen Modulen, die es Ihnen ermöglicht,
über ein sogenanntes Single Window, also über eine einfache Benutzerplattform mit dem sozialen Netz, das aktuell im Football hinterlegt ist. Und hier sprechen wir von Facebook, Twitter, Xing, diversen Blogs, YouTubes, alles Mögliche, was Sie hier unten sehen und noch mehr. Dieses System wird dann flexibel sein. Sie können mit diesem System sehr leicht Anfragen bzw. auch Situationen im jeweiligen Medium ansteuern. Durch das Multi-Channel Publishing sehen Sie auch eindeutig die Zugehörigkeit Ihrer Antworten und Reaktionen aus der Gruppe im Internet und Sie haben einen direkteren Zugang zu den jeweiligen Meinungen in der Gesellschaft. Wie funktioniert es insgesamt? In a nutshell, Sie haben also ganz oben hier die Social Media Wolke, wo Sie ein Hot Topic Sensing betreiben. Das bedeutet, sehr viel wird diskutiert. Sie kennen vielleicht schon die Möglichkeiten, Opinion Mining im Internet zu betreiben. Das ist an und für sich schon relativ gut dokumentiert, beziehungsweise gibt es hier schon Tools dafür. Aber vor allem auch die Aggregation und die Auswertung und Kategorisierung der verschiedenen Ideen. Hier besteht noch sehr großer Wissensnotstand, den wir im Rahmen dieses Projekts mit dem Modul auffüllen wollen. Das heißt, im zweiten Schritt gibt es dann ein starkes Stakeholder-Involvement. Wer mitreden möchte, ist eingeladen. Und es wird dann aufgrund dieser Entscheidungen sehr leicht möglich sein, die richtigen politischen Entscheidungen zu treffen. Weiters der letzte Schritt, ehrlich gesagt eine unserer größten Herausforderungen. Football soll auch eine Simulationskomponente enthalten, das heißt eine wirtschaftliche Simulation kann hier stattfinden. Bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel eine politische Entscheidung durchgeführt wird, wie sieht es nun mit den Auswirkungen im Rahmen dieser Entscheidung aus? Ich habe mir als aktuelles Beispiel hier die Asperner Seestadt mitgenommen. Die Situation kennen Sie wahrscheinlich. Im 22. Bezirk wird das Flugfeld Aspern ja umgewandelt in eine sehr große Wohnlandschaft. 25.000 Leute werden dort wohnen, 25.000 Leute werden zusätzlich dort arbeiten. Eine ziemlich intensive Ballungssituation. Pros und Kontras möchte ich jetzt hier nicht diskutieren. Aber es wäre beispielsweise eine Möglichkeit, so ein geplantes Vorhaben mit Hilfe Football in die sozialen Netzwerke zu bringen, dort durchzuspielen, dort durchzudiskutieren und in weiterer Folge dann auch mit Hilfe dieser Diskussionsergebnisse die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die Simulation würde dann sicherlich folgende Themenkreise treffen, weil die an und für sich immer wieder die gleichen sind. Es geht dann bei größeren Vorhaben, vor allem Bauvorhaben, möglicherweise um Ghettobildungen, um diverse Verkehrssituationen, wie Stausituationen in der Früh, wie diverse Immigrationsthemen, Randlandschaften am Bundesrand, also am Länderrand und dergleichen. Diese Situationen sind für alle Ebenen wiederum gleich und können hier im Rahmen der Simulation, die dann jeweils für diese Situation aufbereitet werden muss, durchgeführt werden. Wir haben unter anderen Mehrwerten bereits angesprochen, dass man Trends sicherlich aus der sozialen Schicht, aus der sozialen Komponente sehr gut erkennen kann, aus der Cloud. Wir haben die Möglichkeit, hier sehr schnell das Ohr auf die Bahngleise zu legen und den Zug herannahen zu bemerken. Egal in welche Richtung er fährt, sei es jetzt positiv oder negativ zum Thema, wir können es sehr gut herausfinden und dadurch besser auf die jeweilige Situation reagieren und die Entscheidungen ableiten. Weiters ist es durch die Technik im Football, noch einmal zur Erinnerung, es ist eine Software mit angedockter Datenbank, sehr gut möglich für Folgesituationen in anderen Städten, in anderen Bereichen, Lerneffekte dort einzusetzen, Best Practice anzuwenden und im Endeffekt auch die Studienergebnisse zu erweitern. Dieses Thema an sich ist bei der Europäischen Kommission stark in Förderung. Alles, was mit Social Media zu tun hat, wird zurzeit unterstützt. Man setzt hier wirklich einen sehr großen Fokus drauf. Doch nicht nur die Studienergebnisse aus den jeweiligen Auswertungen aus der sozialen Gruppe sind interessant, sondern es geht auch um die Verkoppelung mit den jeweiligen GIS-Daten. Das bedeutet, es interessiert uns nicht nur alleine, wo, also beziehungsweise in welchem sozialen Netzwerk Meinungen entstehen, sondern wie die auch der jeweiligen Bevölkerungsgruppe zuzuordnen sind. Wir haben deswegen im Projekt hier in Wien einen GIS-Experten, der sich insgesamt mit dieser Situation über mehrere Monate auseinandersetzt und hier versucht einfach die jeweiligen Daten, die
bereits aus der Anforderungswelle entstanden sind, hier auch der GIS-Situation zuzuordnen. Bedeutet eine grafische Aufbereitung der jeweiligen Ergebnisse und weiteren Entscheidungsmuster. Ja, wenn man sich jetzt den Fortschritt ansieht, 2011 startete das Projekt, bis 2005 läuft es. Insgesamt haben wir Forschung, Pilottest und Markteinführung im Programm. Ich glaube, das ist ein normaler Forschungszyklus sozusagen. Man will ja die Ergebnisse sehr gut dann auch verwenden können. Da wir eine privatwirtschaftliche Firma sind und auch hier Interesse haben, natürlich gleich die Ergebnisse so gut wie möglich zu nutzen und dass die Europäische Kommission auch kräftig unterstützt, ist es keinesfalls verwunderlich, dass wir hier mal eine Phase haben, Make it work, wo wir die Software an und für sich wirklich nur mal formulieren wollen. Aber auch in diesem Bereich haben wir schon gesehen, dass es Anfragen gibt. Auf anderen Veranstaltungen ist uns das bereits passiert, dass hier wirklich dringendes Bedürfnis ist, diese Social Media auszubringen. Und es kommen schon sehr interessante Anfragen an uns heran, wie weit und wo die Grenzen dieser Auswertung aus dem Internet bestehen. Wir haben dann noch nachher die Make it nice Phase. Sie können sich vorstellen, ein derartiges System muss man dann natürlich auch bissgerecht verpacken. Der jeweilige User in der offiziellen Organisationseinheit muss dann eine Oberfläche bekommen, die sehr user-friendly ist. Sie muss sehr leicht zu handeln sein, vielleicht sogar intuitiv. Das werden wir noch sehen, wie es dann im Prinzip auf lange Sicht mit der Softwareentwicklung aussieht. Ja, Football im Einsatz. Wir sehen hier zusammengefasst die wesentlichen Vorteile dieser Software. Und auf 2 bis 3 Faktoren möchte ich noch einmal erinnern, es geht um die Zusammenarbeit zwischen dem Bürger, zwischen der Bürgerin und den jeweiligen politischen Entscheidungsträgern. Es besteht die Möglichkeit, diese zueinander zu bringen. Es besteht dazu die Möglichkeit, dass politische Parteien, dass politische Institutionen hier wirklich die Bürger mehr involvieren, als es vielleicht möglich war bisher. Wir sprechen auch davon, dass wir die aktuellen Techniken der heutigen Zeit, wie zum Beispiel Social Networking, hier eingebaut haben. Die Simulationen sind trotz Herausforderung dennoch ein wesentlicher Bestandteil von unserer Software und bringen auch den Vorteil, dass die Entscheidungsträger vorher diese Situation bereits grob einfangen können. Wobei man ja dazu sagen muss, das betrifft jede Simulation, es ist eine gewisse Art von Sandkastenspiel unter Anführungszeichen. Die Simulationsergebnisse sind stets jeweils nur so gut wie die Inputdaten und so gut man eben die jeweilige Situation auch abstrahiert beschreiben kann. Und diese Faktoren ergeben dann die Simulationsergebnisse, welche mehr oder weniger genau sein werden. Als Potenziale für diese gesamthafte Football-Landschaft sehen wir diverseste Institutionen im öffentlichen Bereich. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man natürlich auch den Vorhang heben, wenn es darum geht, dieses Wissen für die privatwirtschaftlichen Firmen zu nutzen. Dennoch steht der Fokus hier auf alle Fälle auf der politischen Seite. Parteien, Politiker, Handelskammern sind hier im Fokus unserer Vertriebsaktivitäten, wobei eine Vertriebsstrategie, ein Lizenzierungsmodell bisher noch nicht wirklich ausgereift ist. Man muss sich hierzu vorstellen, dass Forschungs- und Entwicklungsinstitute wie zum Beispiel Fraunhofer, wie zum Beispiel Xerox, wie zum Beispiel verschiedene Universitäten in Barcelona, auch Bukarest-Universität, Städtebündnisse in Bremerhaven, Prato, alle Demonstratorenstädte in China, England und dergleichen. Wir haben insgesamt 5 Demonstratoren. Hier muss wirklich ein guter Mix gefunden werden und vor allem in diesem internationalen Konsortium ist es notwendig zu klären, wer welchen Beitrag geleistet hat, wenn es dann um einen gesamthaften Verkauf eines einheitlichen Produkts bzw. eines Modulkonzepts geht. Und ich glaube, dass wir da abseits des Forschungsprojekts noch einige Dinge zu klären haben. Ja, der Nachsatz unten bedeutet einfach nur, dass aufgrund der Demonstratoren in Yorkshire, Prato, Zagreb, Pegea und Yantai stets noch weitere Anforderungen entstehen können, die wir dann im weiteren Schritt einbauen werden. Ja, so viel zum Thema Football. Noch zur Erinnerung, das Projekt Football an sich ist ja ein Forschungsprojekt. Wir haben als Softwareentwicklungsmethode Scrum im Einsatz.
was uns sehr dabei unterstützt, agil vorzugehen. Wir können sehr intensiv auf ständig ändernde Anforderungen eingehen. Sie kennen vielleicht Scrum, das ist jetzt nur ein kleiner Sidestep und wir haben uns dazu entschlossen. Ansonsten fußt unser Wissen eher auf internationalen methodischen Wissen wie IRAP für die Anforderungskataloge und diverse anderen Qualitätssicherungsmerkmale. Ich möchte jetzt ganz kurz zur Firma Qualisoft kommen, für die ich ja hier heute repräsentativ den Vortrag halte. Wir sind eine internationale Gruppe, haben mehrere Niederlassungen. Man sieht uns hier vertreten, unter anderem in Deutschland und Österreich. Wir haben ungarische Wurzeln im internationalen Management. Das lokale Management ist vorrangig österreichisch bzw. deutschsprachig besetzt. Wir haben Richtung Ukraine Niederlassungen, einen gesamten Turnover von in 2010 von 12 Millionen Euro. Wir haben die Wirtschaftskrise relativ solide überlebt. Das Einzige, was wir hatten, war eine kurze Schwäche in Deutschland. Diese Niederlassung haben wir jetzt wieder aufgemacht an einem anderen Standort. Wir sind mit ungefähr 300 Mitarbeitern unterwegs und haben einen starken internationalen Fokus. Firmensprache ist intern, würde ich einmal sagen, Deutsch, Ungarisch, Englisch. Wir haben ein Leistungsportfolio wie andere Firmen auch. Interessant ist es hier vor allem darauf hinzuweisen, dass wir sehr kompetitiv sind, was die Vielseitigkeit unseres Angebots betrifft. Das heißt, wir haben einen internationalen Ressourcenpool, auf den wir sehr leicht und ohne Probleme zugreifen können. Das Ganze muss man zuerst mit dem Kunden vereinbaren, aber im Prinzip, glaube ich, zählt in der heutigen Zeit dann sehr oft auch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Qualität wird bei uns großgeschrieben, wird sogar im Namen verankert und wesentlicher Bestandteil unseres Daseins sind Projekte, sind auch HR-Management-Aktivitäten, die richtigen Leute im IT-Bereich zur richtigen Zeit zu den richtigen Firmen zu bringen. Auf der Produktseite würde ich Sie gerne einladen, auf unserer Homepage auch nach Infinica zu schauen. Infinica ist eines unserer stärksten Produkte, vielleicht haben Sie davon schon gehört, beschäftigt sich mit Output-Management, auch ein sehr interessantes Thema heutzutage. Wir kommen immer wieder drauf, dass uns schon sehr viele Firmen kennen, weil es eine sehr interessante Fragestellung ist, aus verschiedenen Systemen einfach druckfeine Lösungen zu generieren, die PDF-gerecht und auch für andere Systeme sehr leicht verdaubar sind. Ich möchte mich an der Stelle herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken, stehe Ihnen noch den Tag für weitere Fragen zur Verfügung und wünsche Ihnen jetzt schon einen gesegneten Appetit. Vielen Dank.